Freunde der gepflegten Motorradkonversation. Heute ein kleiner Einspieler. Da startet eine kleine KTM im Untergrund. Wir sind immer noch auf dem Flugplatz in Griesheim. Wir machen heute Fahrsicherheitstraining mit dem Klaus Schwab. Und gleichzeitig trainieren wir oder prüfen unseren neuen Kurvenwinkel-Algorithmus. Und ich habe die liebe Sandra neben mir sitzen, die mich auch schon so ein bisschen süffisant anschaut. Weil ich pauschal mal alle Joghurtbecher als 125er bezeichnet habe. Hm. Aber Sandra, wer bist du eigentlich? Sag mal was zu dir. Wer ich bin? Ja. Die Petrolette bist du. Die Petrolette, stimmt. Auch, ja. Nein, ich bin vor allem Frau Bike addicted, würde ich sagen. Ne? Eigener Moped-Blog. Bin seit kurzem für Ridewink im Marketing und Social Media Management tätig. Und ja, begeisterte Motorradfahrerin im Grunde, seit ich laufen kann. Erst mitfahren, dann selber fahren. Und jetzt fährst du R1, ne? Auch, ja. Wie heißt die R1? Das ist Chantal. Das Chantal. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten, glaube ich. Ne? Du sagst, Motorräder sehen weiblich aus. Ja. Ich habe es immer nicht. Ich habe so lange drüber nachgedacht. Ist immer noch falsch. Ja, da scheiden sich die Geister. Ich kenne einige Jungs, die ihren Mopeds wirklich Männernamen geben. Ich habe auch keinen Männernamen für mein Moped. Ja, viele geben dann auch, okay, es gibt drei Gruppen. Es gibt, glaube ich, die, die gar keine Namen geben. Es gibt die, die Männernamen geben und die, die Frauennamen geben. Okay. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob es da irgendwie charakteristisch irgendwelche Merkmale gibt. Hast du so einen Rucksack mit so einem Tier drauf? So einem Eisbären oder irgendwie so, oder klebst du in so einem Puschel? Nein? Nein. Magst du es nicht? Nein. Nein? Nein. Findest du es nicht cool? Nein. Nein. Aber ich kenne auch da welche, ja. Ja. Ein Typ, der fährt, ich glaube, eine Pan mit einem Schaf. Mit einem Schaf? Der hat ein Schaf hinten drauf. Ich finde es immer ein bisschen, darf ich das sagen? Ich finde es immer ein bisschen pädophil, aber... Nein. Ich finde es immer ein bisschen... Infantil. Infantil. Ich bin auch noch nicht so ganz nahe gekommen, warum ich das Motorrad so schmücken muss mit irgendwelchen Devotionalien. Ich fasse eher sehr gerne ein bisschen pur, aber... Name finde ich irgendwie schon, weil ich finde, so ein Motorrad hat schon eine Seele. Das begleitet mich und da erlebt man... Das kannst du jetzt auch nicht von dir weisen. Ich glaube, jeder von uns hat mit seinem Moped sehr emotionale Momente. Angstmomente? Nein. Doch, wenn du die Kurven falsch angepeilt hast. Und die ausgeht, dann schwitzt du. Das sind emotionale Momente, ansonsten habe ich keine eigentlich mit dem Motorrad. Aber so schöne, wenn du irgendwie mitten in der Wüste stehst, bei einer Rallye. Ja, aber ich umarme es dann nicht oder sowas. Nein, das mache ich auch nicht, aber... Nee, du hast recht, nee, Angstmomente. Deswegen sind wir ja heute hier, weil wir einmal neben Kurven, Training, Sicherheitstraining, was hier gerade auch lautstark hinter uns demonstrieren, stattfindet. Ne? Die fahren nämlich jetzt alle gleich weiter. In die nächste Runde, genau. Du bist ja am Anfang mitgefahren. Wie war es denn für dich? Heiß? Es war ein wenig warm. Genau, deswegen setze ich jetzt die zweite Hälfte auch aus. Mir ist es zu warm. Ich mache da nicht mehr mit. Wenn dir der Saft in der Kimme steht, finde ich, dann ist das nicht mehr schön. Und ich wollte nicht, dass der Trainer sich schämt, dass die anderen so schlecht fahren. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre nicht mit. So ein bisschen da zweimal im Kreis fahren und einmal da hinten raus, eine schnelle Kurve und dann wieder zurück und bremsen. Ich lade dich gerne ein, dass du den Rest des Trainings jetzt mit Chantal mitmachst. Und wenn du sie schmeißt, kriege ich von dir ein neues Design. Nein, liebe Sandra, das werde ich nicht tun. Ich werde lieber noch ein bisschen so am Writing rumbauen. Ich gerne ein neues Design. Ja. Genau, und gucken, dass der noch gut funktioniert heute. Ja, da habe ich ja auch schon ein paar Daten heute wieder gesammelt. Das ist ganz spannend. Ich bin heute immerhin ganze 6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren. Das hat mich etwas betroffen. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen, ich habe seinen Namen vergessen, aber wir haben ja auch tatsächlich ein Gewinnspiel gemeinsam ausgelost. Richtig, der Michael. Heute, der Michael. Und er fährt nämlich auch ganz fleißig rum. Das ist eine gelbe Kawasaki. Der kommt nämlich nachher auch noch kurz im Bockbier vorbei. Und den haben wir auch schon in den Ridewink eingebaut, und damit er einfach hier sein Event auch ein bisschen aufzeichnen kann. Und da bin ich nachher mal ganz, ganz gespannt, wie der sich, weil der ist auch ein ganz frischer Motorradfahrer. Ja. Das hast du auch noch schön gesehen, wie er hier in der Kreisbahn schön gefahren ist. Da war er noch ein bisschen steif, aber wurde lockerer, würde ich sagen. Genau, und das sieht man sicher auch ganz gut an den Daten. Das glaube ich auch. Das ist ja ganz spannend. Ja, Sandra, ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist. Danke. Und genau, wir werden mehr von dir hören. Und diesmal habe ich mir nämlich vorgestellt,
weil die zweite Dame in der Runde, nee, ist eigentlich die dritte oder ist die erste, ich weiß gar nicht, die Reihenfolge ist mir gar nicht mehr so bewusst. Aber da Frauen ja nach diesem Krabbenkopf-Prinzip arbeiten, kennst du das? Das weißt du, weil? Nee, also es gibt, also Frauen arbeiten im Führungsstil anders als Männer. Männer leben in der Hierarchie, wir sind ja Affen. Deswegen hast du auch den Affen im Logo? Ich habe auch deswegen den Affen im Logo. Und Frauen arbeiten nach dem Krabbenkorb-Prinzip. Und das Krabbenkorb-Prinzip ist, wenn du Krabben in einem Korb wirfst und eine versucht zu fliehen, zieht die andere Krabbe sie wieder zurück. Deswegen fliehen Krabben nicht. Und im Management heißt das tatsächlich Krabbenkorb-Prinzip von Frauen. Ja, das scheiß Management-Prinzip hat wahrscheinlich auch noch nichts von Sisterhood gehört. Zwischen zwei Titten passt nämlich gar nicht so viel wie hier. Ich will nur sagen, hier Petrolets, ne? Die stehen nämlich dafür. Das zwischen die zwei... Zwei Paar Titten. Nichts passt. Damit würde ich das jetzt beschließen lassen. Der Punkt geht jedenfalls an dich, Sandra. Danke. Und dann übergebe ich einfach an die Alicia.